Hallo zusammen, liebe Solopreneure und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com und ich bin im heutigen Gespräch mit Birgit Quirkmeier. Hi Birgit, grüß dich. Hallo, grüß dich. Birgit ist Video-Live-Expertin, aber ich lasse sie sich vielleicht selber mal kurz vorstellen. Birgit, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Mein Name ist Birgit Quirchmeier und ich unterstütze Selbstständige dabei, sich mit Live-Videos bekannter zu machen und ihr Online-Business noch erfolgreicher zu gestalten. Sehr schön. Und gleich werden wir auch über dieses Thema Live-Videos für dein erfolgreiches Online-Business sprechen. Das ist das Thema des heutigen Interviews. Ich habe das direkt abgegratscht von Birgit Seite, weil ich das so schön fand. Und ich wollte selber ein bisschen Hintergrund einfach geben als Einleitung zu diesem Thema. Und zwar heute strahle ich live aus, direkt auf meine persönliche Profilseite, was sehr außergewöhnlich ist, weil ich bin häufig auf meiner Fanseite für Business oder in meiner Facebook-Gruppe. Aber ich habe gedacht, wir kriegen die optimale Reichweite heute hier drauf. Mal schauen, was das für einen Unterschied macht. Und in der letzten Zeit habe ich im Rahmen von einer Facebook-Live-Serie mit dem Überschrift Simple Business, das ist auch das heutige Interview gehört dazu, habe ich mit vielen Experten gesprochen. Und letzte Woche mit Rai Baumeister, Facebook-Anzeigenexperte, einige Wochen davor mit der Swantje Gebauer. Wir haben über einen Online-Kongress an einem Wochenende gesprochen. Swantje ist ja Online-Kongress-Expertin. Und was so erstaunlich war, Birgit, ist, dass in jeder Besprechung, in jeder vorgestellten Strategie, dass Facebook Live Videos eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und was man sieht, ist, dass man, wenn man auf Facebook ist als Solopreneur, wenn man das nutzt, das Instrument Facebook, um sein Business bekannter zu machen, also sich als Experte bekannter zu machen, um Beziehungen aufzubauen mit seinen potenziellen Kunden und so weiter, dass man gar nicht mehr um Facebook Live mehr herumkommt. Siehst du das auch so, Birgit? Ja, definitiv. Und zwar speziell auch die Zielgruppe Einzelunternehmer, Selbstständige, Solopreneure, die ihre Wunschkunden finden wollen. Und da kommt Facebook Live ins Spiel oder Videos und Live-Videos ins Spiel, weil einfach über Live-Video und Video man so viel mehr von einer Person sieht, ja, hört, spürt, ja. Und das kommt einfach Selbstständigen zugute, weil wir ja direkt mit dieser Person zusammenarbeiten dann. Und wenn du dich als Selbstständiger, als Solopreneur in einem Live-Video zeigst, dein Wissen weitergibst, ja, und dann auch noch gleichzeitig auf Kommentare und Fragen antwortest, dann unterstreichst du damit deinen Expertenstatus, weil du dich traust, einfach spontan auch Fragen zu beantworten. Und dadurch kriegst du natürlich schneller eine Bekanntheit und dadurch baust du auch schneller Vertrauen auf, mit deiner Community. Und darum sind halt Live-Videos eine so tolle Möglichkeit, gerade für uns Solopreneure. Ja, absolut. Und ich kenne auch kaum eine Möglichkeit, vor deinem Wunschkunden aufzutreten und eine so tolle Beziehung aufzubauen als diese Live-Videos. Wobei ich auch gleichzeitig zugeben muss, dass es für mich persönlich eine Vorliebe ist, eher über Videos zu kommunizieren. Und das liegt daran, dass ich als Nicht-Muttersprachlerin, die in einem deutschsprachigen Markt unterwegs ist, ist es für mich, deutsche Texte schreiben, zum Beispiel über einen Blog oder ausführlichere Dinge, wo Text vorkommt, für mich einfach das Grauen darstellt. Oder? Und man hört, wenn man Live-Videos macht, den Akzent. Man weiß, dass ich nicht hierher komme. Verzeiht mir vielleicht noch einiges mehr, als wenn ich das Ganze schriftlich zu Papier bringen würde. Allerdings, Birgit, so wie es mir geht, also diese Vorliebe für das Medium, viele andere haben nicht eine Vorliebe dafür. Und darüber werden wir direkt gleich sprechen. Bevor wir das tun, will ich einfach sagen, es schon mehr da ist. Die Sandra Rekers, hallo Birgit, hallo Shalia, winke an dich zurück. Wer auch immer sonst noch dabei ist, lass uns das wissen, indem du jetzt in dem Live-Kommentarbereich eine Nachricht schreibst und sagst, hey, ich bin da,
Und lass uns wissen, was dich heute insbesondere interessiert an Facebook Live Videos, weil wir haben eine Expertin vor uns, die Birgit, und sie kann auch ganz sicher eure Fragen beantworten heute. So Birgit, ich habe es gerade angekündigt. Viele sehen das große Potenzial, das Facebook Live Videos darstellen, und die sind neugierig, was das für ihr Business bedeuten könnte, wenn sie das verstärkt nutzen würden. Also Petra schreibt, sie ist auch da. Schön, dass du da bist, Petra. Angelique, hi, Ladies. Hi, Angelique. Schön, dass du da bist. Und gleichzeitig höre ich ganz oft, Shalia, das mache ich nicht. Facebook-Live-Videos sind nicht für mich. Ich bin fast demgegenüber nicht aggressiv, das will ich nicht sagen. Also es ist eine ablehnende Haltung gegenüber das Medium. Aber ist es eine Angst, die damit verbunden ist. Du hast wahrscheinlich täglich damit zu tun, mit diesem Widerstand, mit diesen Ängsten. Was hörst du immer wieder von deinen Kunden, Birgit? Ja, also ich höre immer wieder, dass bei Live-Videos, da kann ja so viel passieren, nicht? Also so wie jetzt gerade vorher, wir haben uns 10 Minuten vorher getroffen und dann plötzlich hat mein Computer irgendwie gestreikt und es war irgendwie gar nicht klar, können wir jetzt live gehen? Und ich bin sehr viel live und ich habe schon ganz viele Situationen erlebt, ja, und es kann viel passieren. Und ich glaube, das ist so die größte Angst, dass man live drückt, ja, und dann ist die Verbindung schlecht oder es fällt einem vielleicht ein Wort nicht ein oder keine Ahnung, bei mir ist zum Beispiel, mein Hund liegt da hinten, wenn jetzt jemand anläuten würde, würde der einfach aufspringen und ganz laut bellen, ja. Und vor diesen Situationen haben viele Angst, ja, also vor dieser Unkontrollierbarkeit. Und ich sage aber, genau das ist eine Riesenchance für uns Solopreneure. Denn es geht nicht darum, dass nichts passiert in den Live-Videos, dass alles glatt geht, sondern es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und in dieser Art, wie ich damit umgehe, lernen mich ja meine Wunschkunden auch wieder besser kennen. Weil es läuft halt nicht immer alles perfekt. Ja. Und die Frage ist, wie gehe ich einfach damit um, wenn es einmal nicht so läuft? Ja, schmeiße ich dann gleich alles zur Seite und bin sauer? Oder denke ich mir, okay, wir machen das Beste draus und das nächste Mal klappt es wieder. Ja? Und insofern war das die Antwort, die Angst ist, diese Unkontrollierbarkeit. Und die Lösung ist, es ist egal, was passiert, du darfst darauf vertrauen, dass du damit umgehen kannst. Ja, absolut. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, das ist, wenn du ein Online-Business hast, sowieso. Also diese Technik, die ist eine wunderbare Magie und auf der anderen Seite eine Fluch zugleich. Und das hast du auch, wenn du ein Webinar hältst, das hast du manchmal, wenn du eine E-Mail aussendest, ist es nur eine Frage, ist es zeitgleich oder ist es zeitversetzt, die technische Problematik. Birgit, du kommst von einem Hintergrund, eigentlich von der Präsentationsseite, oder? Du hast früher Leuten beigebracht, wie sie auftreten. Ist das richtig? Also in Online-Seminaren. Vielleicht erzählst du ein paar Wörter dazu. Also mein Hintergrund, ich habe im Offline-Bereich fast 15 Jahre als Führungskräftetrainerin gearbeitet. Das heißt, meine Seminarschwerpunkte waren Leadership und Kommunikation und Präsentation für Führungskräfte in Unternehmen und an Fachhochschulen und auch an Universitäten habe ich Seminare und Lehrveranstaltungen gegeben. Ja. Das ist so mein Background. Insofern habe ich wirklich schon sehr viel Erfahrung damit, dass eben gerade diese erste Hürde die schwierigste ist, also dieses erste Mal sich auf Video zu zeigen. Weil was ich auch in den Offline-Seminaren schon ganz, ganz stark erlebt habe, ist, sobald sich die Personen einmal in einem kleineren Rahmen, in einem wertschätzenden Rahmen dann das Video auch anschauen, dann sehen sie selbst, und das müssen sie dann zugeben auch meistens, dass es ja gar nicht so schlimm ist, also dass es gar nicht so schrecklich ist, wie man glaubt, dass es schrecklich ist. Ja. Darum sage ich auch immer, es ist total wichtig, dass man sich sein Live-Video auch anschaut danach, weil du einfach dadurch diese Selbstsicherheit bekommst und dadurch einfach immer besser wirst, ja.
Ja, absolut. Die Übung macht den Meister, gell? Und je mehr man sich hinaus wagt in die Welt mit den Live-Videos, desto lockerer wird man auch mit der Zeit. Ja. Wir haben eine erste Frage und ich schaue mir an, erst nachdem ich Katie begrüße. Schön, dass du dabei bist, Katie. Die Petra fragt, wann fange ich damit an, Facebook Lives zu machen? Was braucht man als absolute Grundbedingung? Eine Gruppe? Fragezeichen, eine bestimmte Menge Follower? Fragezeichen, eine bestimmte Menge an Themen im Vorfeld? Fragezeichen. Was würdest du dazu sagen, Jürgen? Also von der technischen Seite brauchst du eine Facebook-Seite. Also ich empfehle immer auf der Facebook-Seite live zu gehen. Warum, sage ich dann nachher noch. Habe ich heute schön falsch gemacht. Ja, okay. Das ist halt einfach den Grund, um das ganze Potenzial von Facebook zu nutzen. Und dazu gehören auch Facebook-Ads und das Retargeting und Custom Audiences. Ja. Mhm. Facebook speichert alle Personen, die deine Live-Videos und Videos anschauen. Und das kannst du dann natürlich super verwenden, um ganz gezielte Freebies etc. an deine Zuseher auch zu schicken. Mhm. Du brauchst ein Handy, ein Smartphone, wenn du über das Smartphone live gehen willst, ja, und einen Computer mit einer Webcam und idealerweise hast du auch so Earphones, wenn du zum Beispiel im Freien live gehst. Es geht auch ohne, wenn du in einem ruhigen Raum live gehst. Also das ist so die Grundvoraussetzung. Und du brauchst eine Internetverbindung, ja. Ja, klar. Und zwar idealerweise ist eben, dass du eine gute Upload-Geschwindigkeit hast. Also nicht über das WLAN idealerweise reingehen, sondern direkt über das LAN-Kabel oder über den Telefonanbieter. Da hat man meistens die stabilere Qualität. Mhm. Ja, und ob du Themen vorbereitest oder nicht, ja, das ist, glaube ich, so das, was ich immer nenne, das Be You. Ich bin jemand, der, ich habe keinen Redaktionsplan. Ich wünschte, ich wäre jemand, der einen Redaktionsplan ich hätte. Ich habe auch keinen Redaktionsplan. Ich bin auch so jemand, kenne ich. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich jeden Dienstag einen Input liefer für meine Community, dass ich am Montag auf YouTube ein Video mache. Und es kann bei mir wirklich passieren, dass ich 10 Minuten vorher die Idee für ein Thema habe und das einfach mache. Ja, es gibt aber Menschen, die wollen das einfach geplant haben. Insofern so 2, 3 Themen ist vielleicht gar nicht so schlecht für den Beginn. Und dann war noch die Frage, wie viele Zuschauer oder ab wie viel Personen. Ja. Also ich sag immer, bau dir mit Live-Videos deine Community auf, ja. Also auch am Beginn, wenn du gerade noch wenig Fans auf deiner Seite hast, hast du natürlich wenig Live-Zuseher, aber es geht nie um die Zahl. Also natürlich geht es im Online-Business auch um die Zahlen, aber es geht bei Live-Videos um diesen persönlichen Kontakt. Und da ist egal, ob jetzt da 20 oder 200 dabei sind, ja. Es geht darum, in den Kontakt zu kommen und dadurch deine Community besser kennenzulernen und dadurch wieder auch Inputs für deine nächsten Live-Videos zu haben. Ja. Und gerade am Beginn empfehle ich dann aber auch, dass du eben zusätzlich mit Facebook Ads arbeitest, um die Reichweite schneller aufzubauen. Also nur organisch, glaube ich, ist einfach sehr, sehr anstrengend mittlerweile. Mhm. Und also diese Kombination wäre eine gute Möglichkeit. Ja, genau. Und wer gerade heute zuhört, wir haben eben letzte Woche mit Rai Baumeister genau darüber geredet, wie man Facebook-Live-Videos macht, dann guckt, wer hat das geschaut und dann im Nachgang boostet, ja, also um die Reichweite zu erhöhen, dann schaut, wer hat es geguckt und dann das Lead-Magnet zum Beispiel anbieten. Du sprichst auch die ganze Zeit davon, Birgit, nur als Wiederholung von diejenigen, die das letzte Mal gehört haben. Okay, so, diejenigen, danke für die Frage. die Petra schreibt auch Dankeschön für die Antwort, lieber Birgit. Ich habe auch gesehen, dass die Angelique dabei ist und einige andere, die vielleicht schon Live-Videos machen. Ihr seid Leute, die wöchentlich das machen. Vielleicht habt ihr ein paar Fragen an die Birgit als Fortgeschrittene, zusätzlich zu denjenigen, die beginnen damit. Das würde mich sehr interessieren, zum Beispiel Angelique und die anderen.
Was habt ihr dann für Fragen? Birgit, um zurückzukommen auf diese Idee, Auftreten im Offline-Bereich, zum Beispiel mit einem Vortrag. Also früher, als ich in der Agentur gearbeitet habe, gab es ganz viele Präsentationen, die wir gemacht haben mit PowerPoint-Folien. Und ich für mich habe mich daran ziemlich sicher gefühlt, dass ich einfach meine Folien da hatte. Ich konnte da durcharbeiten. Ich hatte über Tage teilweise, bevor eine halbe Stunde Präsentation entwickelt habe für einen Kundenpitch oder sonst was, wirklich viele, viele Stunden hinein investiert und habe eine bestimmte Wirkung erzielen wollen. Wenn ich das vergleiche mit der Art und Weise, wie ich heute auf Facebook Live auftrete, ist es eine vollkommen andere Welt. Da habe ich weder irgendwelche Folien und da rede ich frei, da rede ich frisch, da gucke ich einfach, was kommt an Fragen und sowas. Was ist für dich der Hauptunterschied zu dieser klassischen Vortrag-Präsentation, die wir sonst gewohnt sind, um für unsere ideale Zielgruppe aufzutreten, und quasi das Legere oder dieses Informellere, was man auf Facebook Live hat? Ja, es ist der Kontext, der ein ganz anderer ist. Also im Unternehmenskontext, ja, ist es zum Teil ja noch immer nicht so leger. Mhm. Social Media ist eben Social Media. Wenn ich auf Facebook bin, dann will ich keine PowerPoint, also meistens will ich keine PowerPoint-Präsentation sehen, sondern ich will an den Erfahrungen, die du zum Beispiel weitergibst, ja, wirklich aktiv teilhaben. Ich will dir Fragen stellen, ja. Also da steht diese Person mehr im Mittelpunkt und dieses in Kontakt kommen. Und das Zweite, also das eine ist der Kontext und das Zweite ist, ich glaube, es hat sich auch mittlerweile vieles verändert. Also früher war schon alles ein bisschen steifer, nicht so eine perfekte Präsentation und Inhalte. Und heute ist es so, dass du einfach über deine Person, also dieses Wissen alleine ist ja nicht mehr das Wertvolle. Ja. Also nur das Wissen alleine per se hat ja auch, ja, das kann ich googeln, das kann ich irgendwo nachlesen. Aber das, was wichtig ist, ist das Wissen in Kombination mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Erfahrung, mit deinem Know-how. Und wie du die Leute ganz persönlich unterstützt, dieses Wissen auch wirklich anzuwenden und umzusetzen, ja. Mhm. Weil das ist nämlich der Knackpunkt, ja. Und ich glaube, deshalb ist auch so dieser Unterschied zwischen der PowerPoint-Präsentation und das, was wir auf Facebook Live machen, weil da geht's ja wirklich nicht um reine Wissensvermittlung, sondern da geht's auch darum, die Leute dabei zu unterstützen, wie sie es wirklich tatsächlich umsetzen und anwenden können. Und das ist das dann, was auch als hilfreich erlebt wird und wo du dir eben deine Community aufbaust, ja. Ja, absolut. Und ich kann das nur unterstreichen, Birgit, das ist dieser Zusatz, den du nennst, würde ich auch noch einen Schritt weiter tragen. Und zwar, es geht um dein Sein, es geht um deine Energie. Ich hab vor kurzem einen Facebook Live Kurs, aber es geht nicht um Facebook Live, es geht um ein anderes Thema. Es findet nur in einer Gruppe statt. Mhm. Und alle Inhalte werden jede Woche über Facebook Live Videos vermittelt von meinem Coach aus Großbritannien. Und ich bin da drin und ich merke, jedes Mal, wenn ich auftauche zu diesem Live-Video, ist es einfach die Energie, die Catherine ausstrahlt, ihr Sein, die für mich wichtig ist. Und manchmal fühle ich mich wie gebadet in dieser Energie, es tut mir gut, egal was gerade das Thema ist, was sie vermittelt. Du lächelst ganz groß, Birgit, warum? Ja, das erinnert mich so eine kleine Anekdote von meinem letzten Kurs. Da habe ich mich gewundert, wieso ein Live-Video in meiner Kursgruppe so viele Aufrufe hatte, ja. Und ich bin dann draufgekommen, die Teilnehmer haben mir zurückgemeldet, dass sie sich das Live-Video, was ich wöchentlich zur Unterstützung, zur Motivation mache, die hören sich das nicht nur einmal an, sondern immer wieder dazwischen, weil sie, ich glaube, ähnlich geht wie dir durch diesen direkten Kontakt, durch diese Energie, kommen sie ins Tun, ja. Mhm. Und das ist wirklich noch einmal ein Unterschied, ob du einfach, also es gibt Videos, das ist super einfach zum Anschauen, irgendwelche Tutorials,
Aber für so zum Beispiel so eine laufende Kursbegleitung mit Live-Videos, ja, das hat nochmal eine ganz andere Intensität und das hilft wirklich auch den Leuten dabei, dran zu bleiben und umzusetzen. Das heißt auch so der große Aufruf für alle, die zuschauen oder die Aufzeichnung sehen. Du musst auch nicht Live-Videos machen, um deine Reichweite zu steigern, ja. Aber mach auf jeden Fall, bau diese Live-Variante in irgendeiner Art und Weise in dein Online-Coaching-Programm ein oder in die Betreuung deines Kurses, deiner Facebook-Gruppe. Das macht so einen Unterschied. Ja, absolut. Sehe ich genauso. So, wir haben einen Thumbs up von Margarita. Mach sie. Die Kate hat eine Frage. Sie hat zwar auf Englisch geschrieben, aber ich werde es gleich simultan übersetzen, Birgit. Welche Tools nutzt du zusätzlich zu Facebook, um Live-Videos zu machen? Und gibt es andere Applikationen, um, was hat sie geschrieben, both of you on the video or monitor, wait a minute, any other apps to capture both of you on the video or to monitor the comments? Verstehst du, was das heißt? Ja, okay, ja, gut. Ja. Mhm. Also was ich extrem gern verwende für die Betreuung meines Online-Kurses und wenn ich viel Interaktion in einer Facebook-Gruppe haben will, so dass die Leute sich auch untereinander gut kennenlernen, ist BeLive TV, das, wo wir jetzt live sind. Und da hast du genau diese Möglichkeit, eben dieses Nebeneinander herzeigen, auch Kommentare einzublenden. Und auch, du könntest auch zum Beispiel Folien einblenden oder Bilder einblenden oder auch deinen Bildschirm teilen. BeLive TV ist nicht gratis, das kostet ungefähr 250 Euro im Jahr, ist aber, finde ich, eine super Investition, wenn du wirklich über Live-Videos da arbeiten möchtest. Eine Gratis-Variante wäre zum Beispiel OBS. Open Broadcaster Software ist gratis, ist ein bisschen am Anfang, muss man sich eingewöhnen, wie man das benutzt, aber an und für sich auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Und ja, es gibt dann natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber das sind, glaube ich, so einfach diese zwei Hauptangebote, die sehr einfach zu bedienen sind und sehr schnell zum Umsetzen. Ja, die Sandra Rikers hat noch hinzugefügt, Zoom ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da kann man in der Webinar-Version von Zoom auch Facebook-Live-Videos mit dem Tool machen, gell? Genau, also Zoom ist auch eine Möglichkeit, aber dadurch, dass es nur in der Webinar-Variante funktioniert, ist es eine sehr kostspielige Variante, also doch um die 50 Dollar pro Monat, ja. Mhm. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du Webinar-Jam hast, Webinar-Jam geht auch direkt auf Facebook Live. Du kannst Blue Jeans verwenden. Das ist auch eine eher kostengünstigere Variante von 11 Euro im Monat, ja. Mhm. Ja, es gibt für eCam natürlich ist das Standardprogramm für alle Mac-User. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Das kostet, ich glaube, mittlerweile jetzt da 35 Dollar einmalig. Ja, geht aber leider nur für Mac-User. Ja. Es gibt eine Alternative für Windows-User, die aber nicht so ausgereift ist. Aber das nennt sich Go Lightstream und ist auch derzeit noch gratis. Also um hier so einen kleinen Rundumschlag zu machen. Ein richtiger Rundumschlag. Ja, ich habe auch einiges ausprobiert, Birgit, und zum Beispiel auch diese eCam-Lösung für Mac. Und ich finde, entweder ich, wenn ich alleine unterwegs bin, nutze ich Facebook direkt, also mit der Funktionalität, oder für Interviews BeLive. Und ich habe einfach bei den beiden Dingen die besten Erfahrungen gemacht gegenüber den anderen, die weniger technisch stabil waren für mich persönlich. Also ich glaube, BeLive sei der bestens bedient. Absolut. Ja, also verwende ich auch irrsinnig gerne, ja. Ja, ist ein super Tool. Okay, also eine Frage noch und dann gehen wir in Richtung einer Ressource. Das wird für euch alles sehr interessant sein, die Birgit anbietet ab heute. Und zwar, Birgit, eine Sache, die mir als Nutzer, und zwar nicht als ich Solopreneurin biete meine Dienstleistungen an und möchte mich als Experte bekannt machen, sondern als stinknormale, persönliche Shelia. Ich bin auf Facebook unterwegs abends.
ich liege dort irgendwie um 21 Uhr im Bett. Ich gehe sehr, sehr früh ins Bett in letzter Zeit bei diesem Wetter. Und ich surfe noch zum Schluss des Tages ein bisschen herum, gehe auf Facebook. Mhm. Und dann sehe ich plötzlich, ah, da ist jemand live oder da war jemand live. Das ist so cool, finde ich, als Privatperson, weil du kannst einfach drüber stolpern über Dinge, die spannend sind, die mit deinem persönlichen Leben, mit deinem Business was zu tun haben, Sachen, auf die du selber nicht gekommen wärst und dieser Überraschungseffekt. Und da, wo ich merke, dass die meiste Drüberstolper-Effekte sind, sind natürlich bei denjenigen Personen, die frequent ausstrahlen mit ihrem Facebook Live. Ein Beispiel davon ist die Kimberly Kass, eine Coaching-Kollegin von mir aus Texas. Mhm. Sie hatte in Oktober letztes Jahr, und jetzt fängt sie wieder damit an, so eine tägliche Coaching-Reihe gemacht zu Tabuthemen. Sie hat jeden Tag nur 15 Minuten gesprochen. Okay, cool. Das ist natürlich krass, jeden Tag unterwegs zu sein, aber doch, die Frequenz ist sehr toll. Also was würdest du sagen, ist eine Empfehlung von dir, wie oft sollte man live gehen, wenn man das schon ernst meint, mit sich bekannt machen, eine Community aufbauen mit Facebook Live? Also mindestens einmal in der Woche. Einmal in der Woche ist für mich auch eine gute Möglichkeit. Ich mache es meistens zweimal in der Woche, und zwar ich mag sehr gern die Abwechslung, und ich habe meistens am Dienstag einen fachlichen Input, also wo es wirklich um das Thema Facebook Live oder Live-Videos geht, weil Live-Videos kannst du ja nicht nur auf Facebook machen, sondern auch auf Instagram, Twitter und YouTube. Und da erweitere ich auch gerade mein Portfolio, weil ich finde, wir sollten nicht nur auf ein Netzwerk setzen, sondern auch schauen, wo können wir uns auch noch unsere Community aufbauen. Und da habe ich jeden Dienstag so diesen Input, also wirklich so, wo ich mein Wissen weitergebe, was auch auf meinen Blog kommt, was in meinem Podcast kommt. Und dann habe ich einmal meistens noch so ein Bobby-Spaziergangs-Video, ein Video, wo ich gerade spazieren bin mit meinem Hund, wo ich eher einfach wirklich sehr leger unterwegs bin und auch so meine Gedanken teile. Mhm. Und das funktioniert am besten. Interessanterweise gerade diese Videos, wo man da so perfekt ausgeleuchtet vom Bildschirm sitzt, ja, die funktionieren auch gut, aber noch lieber haben meine Community haben noch lieber, wenn ich mit dem Bobby spazieren gehe und einfach so in die Kamera quatsche. Und ich denke, was ganz wichtig ist, das ist wieder dieses Be You, was für mich so wichtig ist, mach das, was du langfristig wirklich machen kannst. Ja, ich sag immer, das ganze Online-Business aufbauen, diese Sichtbarkeit aufbauen, das ist kein Sprint. Ja, geh nicht jeden Tag live, wenn du es nicht über eine längere Zeit auch wirklich von der Energie her machen kannst, ja, überfordere dich nicht, ja, sondern was ich wichtig finde, ist, dass du einmal pro Woche wirklich für deine Community hilfreichen, nützlichen Inhalt erstellst. Und du kannst dir dann diesen einen größeren Bereich runterbrechen auf kleinere Videos und dann wirklich jeden Tag live gehen. Da musst du auch testen, wie viel Zeit hat deine Community, ja? Kann die jeden Tag das anschauen? Oder ist es vielleicht besser, einmal in der Woche zu schauen, dass genau dieses Paket dann passend ist, ja? Ja, absolut. Und witzigerweise, Birgit, ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen drüber nachgedacht, also wegen der Frequenz, und ich hatte ja zwischen, wann war das, Oktober, November, Dezember und Januar, habe ich jetzt über diese 4 Monate, zweimal in der Woche bin ich aufgetaucht in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Das Tolle daran ist, dass du wirklich echt in engere Verbindung mit einigen Leuten kommen, die so wirklich treue Follower werden, die immer wieder auftauchen. Der andere Vorteil von dieser Frequenz ist einfach, dass man selber besser wird als Experte, weil du einfach dadurch, dass du häufiger redest, dir häufiger Themen einfallen lässt, dir häufiger Gedanken dazu machst, was ist meine Haltung dazu, wie sehe ich das, was könnte ich weitergeben, dass du einfach deine Expertise noch ein bisschen spitzer machst auf dem Weg. Und das Zweite ist, was ich mittlerweile für mich so sehe, ist, dass ich verhalte mich auf Facebook ein bisschen wie eine Privatperson, auch wenn es um diese Videos geht. Und was heißt das für mich? Es heißt, ich habe Phasen,
wo ich auf Facebook privat viel poste. Also in der Woche, wo ich irgendwie, keine Ahnung, ein Hunde-Video und dann so eine lustige Sache und dann eine Business-Sache. Ich bin einfach dort. Ich habe Lust und ich mache ganz viel. Und dann habe ich wieder eine Woche wie letzte Woche, wo ich im Freeflow war, wo ich kaum auf Facebook war, also fast gar nicht. Und was ich mir erlaube mittlerweile ist einfach dann nur aufzutauchen, wenn ich inspiriert bin selber, wenn ich Lust habe, wenn ich was zu sagen habe, oder das den natürlichen Fluss von Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, ja. Ich meine, es soll natürlich nicht so sein, dass dann 4 Monate plötzlich Funkstille ist, aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, also auch speziell wir Frauen, diesen natürlichen Rhythmus, den wir haben, wo wir in unserer Energie sind und wenn wir so merken, ja, jetzt ist es einfach zu anstrengend für mich, dann darfst du auch mal nicht, ja. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig und im Endeffekt soll es so sein, dass wenn du live bist, dass du etwas weiterzugeben hast, ja. Nicht einfach, weil es auf deinem Terminkalender steht und du irgendwie eine Viertelstunde Zeit füllen willst, ja, sondern weil du etwas zu sagen hast, weil dir etwas wichtig ist. Und egal, ob das jetzt, vielleicht hast du jeden Tag wirklich etwas zu sagen, was wichtig ist und spannend ist, vielleicht einmal in der Woche, aber es geht darum, dass es eine Regelmäßigkeit hat, die du über einen längeren Zeitraum auch dann wirklich umsetzen kannst, weil es reicht nicht, 5 Live-Videos zu machen, sondern es ist wirklich wichtig, dass du da kontinuierlich dran bleibst und immer wieder diese Live-Videos machst, ja. Ja, absolut. Jo, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, also vielleicht für diejenigen, die entweder jetzt live dabei sind oder nachher die Aufzeichnung ansehen. Es gibt eine tolle Ressource, die ist ab heute für dich da, geht bis Ende dieser Woche. Es ist eine Challenge von Birgit. Birgit, könntest du ein bisschen über diese Challenge sagen, was man dort macht und warum es für die Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig sein könnte? Ja, ich lade euch ganz, ganz herzlich ein in meine Be You, Be Life Challenge. Be You, Be Life ist das Motto, nachdem ich mein Leben und mein Business gestalte. Und zwar dieses Be You steht dafür, dass du dich, so wie du bist mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Erfahrungen, wirklich raus dein Business gestaltest und das in den Live-Videos auch, um deine Community aufzubauen. Und ich weiß eben, dass das ein großer Schritt ist für viele. Und deshalb gibt es eine kleinere, schnuckelige Facebook-Gruppe, wo wir diese Woche genau diese Schritte üben, uns einfach so zu zeigen, wie wir sind und aber gleichzeitig auch an dem Aufbau unseres Business weiterarbeiten. Und die Gruppe wird auch danach wieder gelöscht. Das heißt, ich spanne hier einen wirklichen Lern- und Experimentierrahmen auf für euch. Sehr schön. Also das heißt, wenn du das Potenzial von Live-Videos nutzen willst für dich und dir fehlte bisher die Möglichkeit zu üben, nütze die Chance in diesem geschützten Rahmen, das kostenfrei zu tun. Die Adresse dafür wollte ich eigentlich einblenden. Ich schau mal, weil ich habe es hier doch vor. Also unter birgitquirchmeier.com/challenge. Ich poste es dir hinein. Ich tue es direkt. Du kannst es aber auch gerne in den Kommentarbereich. Also überhaupt über Birgit und ihre Arbeit findest du auf birgitquirchmeier.com. Aber wenn du /challenge daran klebst, kriegst du quasi heute die Möglichkeit und auch wahrscheinlich die restliche Woche jederzeit reinzukommen, denke ich, in die Challenge. Ja, also ich würde mich sehr, sehr freuen. Es passiert nicht nur das, dass du dich plötzlich auf den Live-Button klicken traust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das so viel mehr noch passiert. Und dass durch dieses regelmäßige Live-Gehen und dass du dich auch selbst dann anschaust in diesem Video, dass du einfach mehr Selbstvertrauen und mehr Klarheit für das, was dir wichtig ist und für das, was du stehst, in deinem Business bekommst. Also das kriege ich immer wieder rückgemeldet, dass es nicht nur darum geht, einfach diese Live-Hürde, sondern es entsteht durch die Rückmeldung und durch den Kontakt dann so viel mehr Klarheit auch für das,
was du in deinem Business erreichen möchtest und für die Positionierung und für dein Selbstvertrauen. Also, lass uns auf Live drücken. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für das so nette Gespräch heute. Es hat mir eine große Freude bereitet, mit dir heute zu reden. Und wir sind sicherlich bald demnächst wieder in irgendeinem Video zu einem anderen Live-Thema. Mal schauen, was uns da einfällt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war super schön und es war auch total spannend, deine Fragen zu hören, nämlich immer auch diese unterschiedlichen Perspektiven, wir als Solopreneure und dann wieder als Privatperson. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp zum Abschluss. Schau doch mal auf dein Facebook-Profil oder auf deine Live-Videos drauf als Privatperson. Und dann merkst du gleich auch, wo zieht's dich rein in das Video und was könntest du vielleicht tun, damit du da die Leute in dein Video hineinziehst. Absolut, absolut. Vielen Dank, Birgit. Bis demnächst und viel Spaß bei der Challenge, alle, die mitmachen. Ciao. Danke, tschüss. Tschüss, danke fürs Posten, Sandra.